haufenweise Angebote, die selten Nachfrage. Wartet nicht auf mich beim Kauf der Eintritts- oder Fahrkarten. Plan geht grad nicht, ich hab schon was zu tun. Und was nächsten Monat so geplant ist, steht in keinem Buch. Jeder Tag ist ein Versuch, auf meine eigene Art. Ich bin sehr organisiert, aber meistens sehr spontan. Wenn der Bahn mich erstmal packt, dann reicht nicht mal die Nacht. Egal ob ich was schreibe oder einfach Mucke mach. Ich würde gerne einfach wieder mal mit euch ins Kino gehen. Oder meine alten Freunde aus der Heimat wiedersehen. Wenn ich könnte, würde ich meine Reisen intensiv angehen. Doch die Flüge sind echt teuer ohne Lukrativsystem. Mein Problem ist extrem und schreit nach Priorität. Doch die Kreativität zieht mich ein wie ein Magnet. Klar, ich lebe gut damit, doch manchmal fehlt mir was. Das Wort Freizeit macht mich gerade neidisch und blass. Ich würde mich gerne entspannen, aber ich bin so tot. Links, rechts, mein Körper und mein Kopf rotieren sinnlos. Runter, links, rechts, ich würde ja gerne was ändern, aber ich kling so. Runter, links, rechts, mein Handel und mein Denken ziehen grad ein Kind groß. Springt hoch und runter von links nach rechts. Spinn's wohl. Nein, Kumpel, ich bin so und kann es auch nicht ändern. Ich bin glücklich, wenn ich's hinflow, yo, denn es steckt in mir drin. Unaufhaltsam, so wie Frauen, die am Schuhe kaufen sind. Ich dreh mal wieder durch, als wäre ich eine Turbine. Wie eine menschliche Maschine in der Mikrofonkabine. Werden Texte über meine ach so wechselhaften Ziele zur Routine. So ist das mit der Liebe. Ich frag mich voller Wut, sind meine Flügel angeklebt? Gestern lief doch alles super, fast schon wie im Handumdrehen. Doch heute bin ich verflucht, man, ich treib einsam auf dem See. Schreib um Hilfe, statt zu rudern und die Reise anzugehen. Andere können mich nicht verstehen, denn sie kennen mich nicht so. Sind den Penner nicht gewohnt, weil ich meistens gut drauf bin. Doch grad such ich nach haufenweise ab, anstatt downern. Vielleicht lässt sich ja noch was auf alten Platten ergaunern. Denn wenn ich auf das Cover schau, dann beam ich mich zurück. Denke an Zeiten voller Glück und bin weniger bedrückt. Eine Ballade läuft beschützt in ihrer Endlosschleife und unterstützt mich, damit ich ja nicht hängen bleibe. Denn nur auf diese Art und Weise erkenne ich meine Schwächen und bin stolz auf sie. Denn jeder Fehler macht doch mich zum Menschen, so dass das Glänzen erscheint in den Augen meines Spiegelbilds. Ich könnte warten, doch ich schreib grad, weil ich fliegen will. Ich bin unten, tief unten, ich will wegfliegen, aber meine Flügel sind verschwunden. Für ein paar Stunden meister ich die Schonungszeit, indem ich schreibe und einfach in der Wohnung bleib. Denn ich bin unten, tief unten, ich würd hochfliegen, wären meine Flügel nicht verbunden. Für ein paar Stunden zeig ich mich mal vogelfrei, indem ich schreibe und stundenlang am Boden bleib.